Dragan Dorčić. Herzlich willkommen natürlich auch den Kampfgericht hier in unserer Landeshauptstadt. Ich bitte jetzt die beiden Mannschaften um den Sportlerkurs. Ja, da ist ein bisschen Regen, deswegen, dann kommt sofort der Aufruf in die blaue Ecke und da bin ich in den Regen. Wer ist der Mirweis? Wölfe zu Gast in der Höhle des Löwen.
die Chemnitzer. Hier bei 1860 beim letzten Heimkampftag der Box-Bundesliga. Jetzt sehen wir aber erstmal zwei Löwen gegeneinander. Denn das hier sind Anwar Hussein in der roten Ecke und Mirwais Berekçay in der blauen Ecke. Der Vorkampf, der Aufgalopp quasi, bevor es dann losgeht mit der Box-Bundesliga, die Kämpfe, auf die ihr alle wartet. Mein Name ist Roman Horschig, ich bin hier allerdings nicht alleine. An meiner Seite ist der Löwe schlechthin hier aus München, Hovik Bebram. Hovik, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Hallo liebe Box-Fans, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. War uns eine Ehre und ja, wir werden nachher die Kämpfe begleiten. 60 gegen Chemnitz. Du hast ja für Chemnitz mal als Leihboxer geboxt. Aus 60 ist deine Heimat, der Heimatverein. Das wird heute ein heißer Tanz. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Das war ein Traum von den 60ern in der Bundesliga zu boxen und jetzt hat es endlich geklappt. Ich bin wirklich aufgeregt, auch selber, weil ich weiß, wie schwer die da gekämpft haben für den Einstieg in die Bundesliga und das ist endlich Traum wahr geworden. Deswegen, die Jungs sind auch heiß alle, ich habe mit ihnen gesprochen. Jetzt, da wird es rund gehen. Da wird es rund gehen. Auch auf den Vorkampf. In den blauen Shorts und in den roten Shorts. Das ist Anwar Hussein, der aus Leos Boxteam, also von Levent Shakur. Und hier geht es gleich richtig zur Sache, Hovik. Wild, ziemlich wild, die Jungs. Ja, die boxen hier in der Heimatstadt. Ihre Freunde sind da und die wollen sich natürlich beweisen, ja. Und jetzt wird hier schon angezählt. Stark. Aber das kann Hussein, Anwar Hussein, natürlich nicht auf sie sitzen lassen. Der Kampf wird abgebrochen. Klarer Sieg für Mirwais Berekçay, die rote Ecke. Ja, das ist zu früh abgezogen. Levent Shakur beschwert sich da lautstark, aber das sind Emotionen, die gehören dazu hier bei 1860. Und gleich bei der Box-Bundesliga wird es richtig zur Sache gehen. Rahman Sharafa gegen Ani Hakshiladi werden wir dann sehen in der Klasse bis 57 Kilogramm. Hovik, das wird ein heißes Gefecht. Auf jeden Fall. Also Sharafa ist ein sehr, sehr guter Mann. Alter Hase auf jeden Fall. Ich glaube, der ist irgendwas mit 35, 36, aber sehr guter Boxer. Schlagen wird, ja. Ja, der kann auch ein bisschen was. Wir gucken jetzt aufs Urteil, die obligatorische Urteilsverkündung in dem Fall. Und dann wird es gleich losgehen mit der Bundesliga. Der letzte Heimkampftag bei den Löwen. Der Meinung, dass die Überlegenheit des Kämpfers, die da drauf geht, zu groß war. Und um keine Verletzung für den Kämpfer der Wurmhecke zu riskieren, hat er entschieden, den Kampf lieber abzuhalten. Und damit haben gesagt, wir fand ich auch schon ein bisschen zu früh. Sieger durch Abbruch im Grunde. Aber der Ringrichter muss ja wissen, was er macht. Ja, war schon ein bisschen früh, die Überlegenheit war aber auch da. Also Mirwais Berekçay gewinnt hier. Wir sind gleich wieder da mit Rahman Sharafa gegen Ani Hakshiladi. Bleibt dran, bis gleich.
Jetzt geht's los, Box-Bundesliga, der dritte Heimkampftag der Löwen. Raman Sharafa gibt wie immer den Auftakt gegen Ani Haksilari Sharafa in Blau, Haksilari in Rot. Hovig, du hast ja selber Box-Bundesliga oft geboxt, so ein Auftaktkampf, das ist nochmal was ganz Besonderes, wenn man quasi der Mannschaft den Takt vorgibt. Ja, natürlich Sharafa, aber ich glaube, er hat, was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, er hat die Erfahrung und jetzt macht er, öffnet somit mit seinem Kampf. Bundesliga, letzter Kampftag. Und ich bin gespannt. Die Löwen sind auf jeden Fall sehr heiß. Ja, ja, er kennt das. Er kennt letzter das. Heimkampf. Er war hier jedes Mal der Matador zu Beginn. Und jetzt schauen wir drauf, wie er sich gegen Ani Haksilari schlägt. Unbeschriebenes Blatt für mich, für uns. Die Chemnitzer Wölfe, wie gesagt, in Rot. Sharafa in Blau. Wir sehen es da. Rechtsausleger. Der Gastboxer. Sharafa versucht da gleich mal reinzugehen. Hier in der Halle an der Säbener Straße. Die Spannung ist zu spüren. Ja, versucht da nach vorne zu gehen, aber wird auch nicht schlecht abgekontert. Ausgeglichener Beginn hier, Hovig. Der Gegner Rechtsausleger und kontert sehr gut. Sharafa muss da richtig wach bleiben. Burns aus der Ecke, beweglich aus dem Oberkörper, versucht er immer wieder zum Körper zu gehen auf Sharafa. Sehr gut, ja. Guter Treffer und die Halle ist direkt da, nicht die rechte. Im Gesicht von Haksilari. Die Jungs wollen gleich wissen, ja? Gleich zur Sache. Die Löwen zwar nicht auf Platz 1 in der Bundesliga-Tabelle, aber in Sachen Fans sicher auf Platz 1. Die Stimmung brodelt jetzt aber auch mal. Eine schöne Linke von Haksilari. Halbzeit gleich in Runde 1. Ja, Sharafa, das ist ein ganz erfahrener Mann. Größter Erfolg, die Bronzemedaille bei den Eurospielen in Minsk 2020. Hovig, das ist eine Hausnummer. Auf jeden Fall, er hat für die Nationalmannschaft geboxt. Er war selber deutscher Meister. Auf einen sehr zähen Mann mit riesengroßer Erfahrung. Mit dem habe ich selber mal gespart. Das ist ein sehr unbequemer Boxer, wie man sieht. Gegen ihn sich anzustellen, ist nicht so einfach. Wie gesagt, für seinen Körpergröße hat er enorm lange Arme. Und er trifft auch unerwartet. Er macht das hier auch gut in Runde 1, allerdings auch sein Gegner. Kann sich sehen lassen, was der hier zeigt. Und der Junge aus Chemnitz macht eigentlich gut für seinen jungen Jahren. Aber lauern sich da der Wolf und der Löwe. Stör ihn, kommt aus der Ecke von Raman Sharafa. Jetzt war eine ansatzlose Rechte. Letzten 30 Sekunden in Runde 1. Beide treffen jetzt, 10 Sekunden auf der Uhr. Die letzten 10. Ui. Ja, guter Konter. Und dann ist hier gleich der Rundengong ertönt. Die erste Runde in den Geschichtsbüchern. Hovig war eine enge Kiste aus meiner Sicht, aber schon leichte Vorteile für Raman. Für den Löwen auf jeden Fall, ja. Also der Meinung bin ich auch. Es war eine sehr gute Runde von beiden. Aber wie gesagt, ein bisschen Vorteile für Sharafa. Hat er gut gemacht. Mehr klare Treffer gehabt, aber Haksilari hat auch immer mal wieder gut gekontert. Kam gut auf jeden Fall, für seinen 20 Jahren hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gegen so einen erfahrenen Mann, der wirklich Europa überall geboxt hat und bringt riesen Erfahrung mit. Achtfacher fränkischer Meister, siebenfacher bayerischer Meister, Raman Sharafa. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Was für eine Karriere. Also wie gesagt, ich kenne ihn ewig schon, den Sharafa. Seit ich boxen kann, glaube ich, gibt es ihn schon. Und ja, wie gesagt, unbequemer Typ, und aber geil mit seinem Stil. Es ist nicht einfach, gegen ihn zu boxen. Auch, dass er in der, ist ja für einen Boxer in seiner Gewichtsklasse ein hohes Alter, dass er da das Tempo immer noch gehen kann. Wahnsinn, ja. Über 160 Kämpfe hat er gemacht, 130 gewonnen. Und jetzt schauen wir, ob er hier in der zweiten Runde auch weiter am Zeiger drehen kann. Schöner Jab zu Beginn von Raman Sharafa.
gute Waldbewegung. Aber Haxilari geht nach vorne. Deine Meinung zu den ersten 30 Sekunden, Hovig? Ich finde, Sharafa hört da auf, wo er erste Runde aufgehört hat, macht genau da weiter. Und macht eigentlich sehr gut, sehr schlau, schlägt klare Hände und geht raus. Kriegt aber jetzt hier auch mal eine linke. Da darf er nicht stehen bleiben, natürlich, ja. In der Ecke, das macht er jetzt, habe ich ehrlich gesagt gemerkt, macht er oft, dass er einfach mal an den Seilen stehen bleibt. Darf er natürlich nicht machen. Ja, und es entwickelt sich hier schon ein wilder Schlagabtausch, weil auch Haxilari immer wieder versucht, da durchzukommen und das auch schafft. Arbeit am Körper kommt aus der Ecke der 60er. Trainer Alfonso Fusco will da für Sharafa mehr den unteren Teil attackiert. Haxilari ein Ticken besser noch drin im Kampf in dieser Runde. Und was man ihm lassen muss, er ist Aggressor. Auf jeden Fall, also das finde ich richtig gut. Der Junge hat sich in der Runde schon gesteigert, im Gegensatz zu der ersten. Ja, jetzt guter Körpertreffer von Sharafa. Hört mal Richtung Ecke, ja, die meint es schon richtig gut, mit Körper anzufangen, weil er macht nur Kopf. Ui, der hat er jetzt. Ja, jetzt treffen beide. Das war super von Sharafa, gut bewegt, auch rausbewegt aus der Ecke. Und die Halle ist da, die Halle an der Säbener Straße. Können Sie Sharafa hier in der zweiten Runde nach vorne brüllen? Es ist deutlich enger, Hovig, in der Runde. Auf jeden Fall, das habe ich gemeint. Also der Junge hat sich sehr gut, er hat es in den Kampf gefunden, meiner Meinung nach. Und es macht er richtig gut, die zweite Runde. Aber schöne Rechte jetzt von Sharafa, ansatzlos. Die 30 Sekunden werden die Runde wohl entscheiden. Wieder klarer Treffer von Sharafa mit der linken, guter Haken. Und auch Olaf Leib, der bei den Chemnitzer Wölfen in der Ecke sitzt, peitscht seinen Mann nach vorne. Aber auch gute Treffer jetzt vom Chemnitzer. Und dann hören wir den Rundengong. Hovig, dein Fazit zur zweiten Runde. Also ich denke mal ganz, ganz, ganz knapp vielleicht, dass der Rote gehabt hat. Aber die Punkte, die müssen das natürlich entscheiden. Also war auf jeden Fall sehr, sehr eng, die zweite Runde. Ich denke, die dritte Runde wird es dann entscheiden. Muss ich dir aus Münchner Sicht leider zustimmen. Er hatte viel mehr Treffer, er aggressiv nach vorne gegangen, also ganz anders präsent auch gewesen. Ja. Ani Haxilari als in Runde 1, vielleicht diese Anfangsnervosität abgeschüttelt. Und jetzt geht es in Runde 3, die vielleicht entscheidend sein kann. Ja. Aber das ist ja das Schöne für die Fans, wenn die dritte Runde wenn du schon die wichtigste ist. Fast platt bist, müde bist und dann musst du nochmal alles rausholen, das macht Spaß im Boxen. Wo du schon fast nicht mehr kannst, obwohl bei den Amateuren 3 Runden ist ja nicht wie bei den Profis. Da hat man noch Körner, hat man noch, ja. Und los in die dritte Runde. Ab in die dritte Runde. Sharafa mit Tempo. Belauern sich da und jetzt der Schlagabtausch. Schöne Haken von Sharafa. Aus dem kurzen Duell geht er als Sieger hervor. Immer wieder diese Tempoverschärfung, die zu sehen sind. Belauern Sharafa sich immer gefährlich. Sekunden und er ist immer gefährlich. Er ist immer gefährlich. Wie sich das für einen Löwen gehört. Das ist nichts, ja. Was fällt dir taktisch hier auf, Hovig? Also meiner Meinung nach, Sharafa jetzt boxt nur die dritte Runde schon alles in den Rückwärtsgang. Das macht auch sehr gut und Haxilari müsste eigentlich 2er, 3er Konter machen. Also einmal wird das Sharafa sehr gut abwehren und dann kommt er zum zweiten Angriff, kommt der Rote nicht dazu. So wie jetzt. Immer 2, 3 Angriffe machen, dann würde er ihn auch knacken, aber das lässt der Sharafa natürlich nicht zu, ja. Das macht er schon schlau, halten, nicht arbeiten lassen. 70 Sekunden.
in der Runde rum. Die gehören auf jeden Fall Scharaffa, aber die zweite Hälfte kommt noch und die ist oft noch entscheidender. Chemiepokalsieger 2015 vom BC Eichstätt ausgeliehen, Rahman Scharaffa. Vielleicht der bekannteste Boxer, den der BC Eichstätt jemals hervorgebracht hat. Für die Löwen hier im Federgewicht auf der Siegerstraße, aber noch 70 Sekunden. Apropos Eichstätt, ich habe auch meinen ersten Bundesliga-Einsatz für Eichstätt gehabt mit 17 Jahren, gegen Chemnitz unter anderem. Da werden Erinnerungen wach. Ja, ja, auf jeden Fall, mit 17 Jahren. Ist ja was ganz Großes, ob mit 17 oder mit über 35, wie Scharaffa die Box-Bundesliga mit die erste Adresse im olympischen Boxen. Und da geht er nochmal nach vorne. 50 Sekunden noch auf der Ringuhr. Ein Sieg würde die erste Führung für die Löwen bedeuten, aber jetzt kommt Haxilari auch nochmal mit zwei guten Treffern. 30 Sekunden noch, Hobig, der Endspurt. Endspurt. Und das wird entscheiden, aber ich denke mal, das macht er jetzt schon. Scharaffa sehr raffiniert. Das meine ich, der kommt überraschend von überall seine Hände. Die fliegen. Ja. Da hören wir es noch aus der Chemnitzer Ecke. Endspurt, die letzten 10 Sekunden sind angebrochen und mal schauen, ob die noch zur Aktion kommen. Jawohl. Und da ist der erste Kampf in den Geschichtsbüchern. Rahman Scharaffa gegen Ani Haxilari. Aus meiner Sicht, Tobi, müsste das gereicht haben für den Löwen. Auf jeden Fall. Also ich bin deiner Meinung und die drei, also erste Runde auf jeden Fall und dritte geht dann Scharaffa, somit müsste es für den Sieg gereicht haben. Wir hätten mal hier über die Schulter gucken können. Wir sitzen ja direkt im Ring und die Punktrichter quasi ein, zwei Meter von uns entfernt, zumindest zwei davon. Wenn hier Robbie Williams aus den Boxen kommt. Also er geht die... Entertained wurden wir auf jeden Fall hier von den beiden Boxern. Fall, ja. Sehr, sehr schöner Auftakt und jetzt kommen wir zur obligatorischen Siegerehrung des ersten Kampfes. Sehr interessant. Sehr gute Eröffnung für den ersten Kampf der Bundesliga. Somit. Liebe Boxsportfreunde, die Entscheidung des Kampfgerichtes. Sieger mit 4:1 Richterstimmen, die rote Ecke. Was? Ani Haxilari von den Südwesten von den Südwesten. Ani Haxilari gewinnt den ersten Kampf und damit die 2:1 Führung für die Chemnitzer Wölfe. Auch für mich eine Überraschung. Überrascht. Wir sind gleich wieder da mit dem Kampf im Leichtgewicht. Mirwais Cherzada will da ausgleichen gegen Oskar Sobieszczyk. Bleibt dran, bis gleich. Hoppala. Führende Gäste aus Sachsen, meine Damen und Herren. Und ich rufe die blaue Ecke seinen Gegner für die Münchner Löwen, Mirwais Cherzada.
Da sind wir wieder, Box-Bundesliga 1860 München, Leichtgewicht, Mirwais Cherzada in Blau-Weiß. Und hier sehen wir den Rücken des rot gekleideten Chemnitzer Wolfs, das ist Oskar Sobieszczyk. Und wir sind jetzt in der Gewichtsklasse angekommen, in der hat der Mann neben mir aufhören geboxt. Hovik Webram begleitet heute den Stream mit mir. Hovik, jetzt ist es soweit, Leichtgewicht. Leichtgewicht. Ich bin gespannt, ja. Der Mirwais wird sicher mitbekommen haben, dass die... Dass du zuguckst. Da hinten. Nein, dass die hinten liegen. Und dass ich hier kommentiere, das weiß er, ja. Dass ich Co-Kommentator bin heute Abend. Und Leichtgewicht ist auf jeden Fall sehr interessant. Meine Gewichtsklasse, immer noch. Und ich bin gespannt. Er muss es auf jeden Fall jetzt machen, ja. Sieg holen für die Löwen. Dito, ich bin auch gespannt. 2-1 liegen die Löwen hinten. Mirwais heute auch mit seinem Debüt. Das letzte Mal hat noch Ahmed Zor geboxt für 1860. Aber auch sein Gegner, kein schlechter. Oskar Sobieszczyk, deutscher Meister U19. Also das ist ein Kaliber, ah, okay, dem Mirwais hier gegenübersteht. Der amtierende bayerische Meister. Ja, sehr gutes Auge, der Rote. Beide hoch konzentriert. Ja, Vorstoß von Sobieszczyk. Ah, schönes Treffer von Cesara. Die Halle bebt schon wieder hier an der Säbener Straße. 1860 mit dem letzten Heimkampftag. Und Cesara mit der linken drin. Oh, und da fliegt der Mundschutz. Die Halle bebt, der Mundschutz fliegt. Hovik, wilder Auftakt hier. Sehr schön, ja, sehr interessant. Die Halle, die Zuschauer gehen voll mit und so macht das Boxen wirklich Spaß zuzugucken. Ja, die Kollegen vom Fußball ja heute schon gewonnen. Jetzt wollen natürlich die Boxer nachziehen. Mirwais Cesara. Mirwais muss dagegen halten, ja. Die wollen natürlich den Vorsprung aufbauen, die Chemnitzer. Sehr interessanter Kampf. Was passiert hier taktisch, Hovik? Wie ist dein Fazit zur ersten Rundenhälfte? Also der Chemnitzer macht richtig gut. Sehr konzentriert und hält ihn voll auf Distanz. Und reagiert sehr schnell und kontert sehr schnell. Der Mirwais ein bisschen ungenau. Aber der war ansatzlos drin. Das ist natürlich für den Mirwais schwierig für den Blauen, da der große Mann Druck macht. Hat aber immer wieder gute Treffer, der Löwe. Einzelhändler, genau. Boxt seit 2018, Mirwais Cesara. Ui, da wird er wieder abgeholt. Ja, ein guter Treffer. Ah, wieder ein guter Treffer der Chemnitzer. Da muss man Mirwais mehrere Hände schlagen, immer Einzelhände. Also Oskar Sobieszczyk, der amtierende deutsche Meister U19, der ist hier am Druck machen, der ist der Aggressor im Ring. Und das kann man hier, denke ich, so sagen, sehr, sehr edle Technik des Gasboxers. Letzten 10 Sekunden. Gleich die Runde vorbei. Runde vorbei. Dein Fazit, Hovik. Das war auf jeden Fall sehr interessant und sehr gute Spannung und ich denke, die Runde ging in die rote Ecke. Hier ist schöne Perspektive, da sehen wir den Trainer der Wölfe, der relativ ruhig auf seinen Schützling einredet. Olaf Leib kommt noch von hinten. Gleich die zweite Runde. Da muss mehr kommen von Mirwais Cesara beim, das können wir so sagen, hohem Niveau. Also das ist wirklich hohes Niveau hier. Auf jeden Fall, natürlich. Es war ein gutes Boxen, sehr schön anzusehen von beiden. Und die Zuschauer genießen das auch, deswegen hört man ja im Hintergrund. Tolles Boxen, was die beide bieten. Ja.
Die Halle ist da und kann jetzt Mirwais Shahzada nach vorne pushen. Zwei junge Boxer auch, der deutsche Nachwuchs, die Box-Bundesliga ja schon immer eine Nachwuchsschmiede. Die Besten der Besten boxen hier, sammeln hier Erfahrung auf höchstem Niveau. Jetzt mal ein guter Konter. Also Bieszczyk macht weiter konstant Druck. Da muss er raus von den Seilen. Shahzada, das war gut. Man muss auch sagen, die Chemnitzer auch hier mit ein paar mitgereizten Fans sehr lautstark. Man hört es aus der Ecke auch von Chemnitz. Zwing ihn, dass er schlägt. Jetzt war die Linke mal drin. Die wollen ihn immer abkontern, ja? Ja, Shahzada kriegt auch immer wieder Treffer, wenn er selber trifft. Die Runde etwas enger jetzt. Kann Shahzada hier bei seinem Bundesliga-Debüt was aus dem Hut zaubern? Aber toller Konter. Und so wie es schickt. Hovik, dein Fazit zu der Runde bisher? Also, ich kann ehrlich gesagt, sehr enge Runde auf jeden Fall. Ich kann, sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, wer vorne liegt. Ja, das ist sehr, sehr knapp von beiden Seiten, ja. Ich will nicht... Ah, schöner Treffer von Shahzada. Er hat sich gesteigert in der Runde, so viel ist schon mal klar. Die Runde nähert sich dem Ende. Man hört es immer wieder aus der Ecke der Chemnitzer, die Führhand soll er mehr schlagen, aber Shahzada macht es ihm jetzt auch schwerer. Wir kommen jetzt langsam besser in den Kampf, ja. Kassiert aber auch immer wieder die Schlaghand des Chemnitzers. Shahzada. Das macht er extrem. Man muss die Hände natürlich oben lassen, ja, und der ist ziemlich weit offen. Letzten 10 Sekunden in einer wilden Runde, in einer ausgeglichenen Runde. Im zweiten Kampf des Abends. Für alle, die jetzt reinschalten, die Löwen liegen 2-1 hinten. Die Chance auf den Ausgleich. Und da ist die Runde vorbei. Ganz, ganz enge Geschichte. Hovik, wenn du jetzt in der Ecke sitzen würdest, bei mir war es Shahzada, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Natürlich würde ich ihn nach vorne pushen. Jetzt musst du alles rausholen. Letzter Heimkampf in der Bundesliga und vor eigenem Publikum, da muss er schon alles jetzt aus sich rausholen und richtig Gas geben, weil es ist sehr, sehr eng und die Runde wird auf jeden Fall entscheiden. Also wenn er die Runde nochmal richtig Gas gibt, was schwer wird natürlich, weil der Chemnitzer hält natürlich sehr gut dagegen und sehr stabil. Mal sehen, schaut der Trainer, der Alfonso, fordert ihn auch schon auf, jetzt mal mehr Hände zu schlagen und immer wieder rein, raus. Wir sehen jetzt hier die Chemnitzer. Okay, jetzt haben wir Fusco mal im Bild und da sehen wir ihn richtig energisch. Wie er ihn heiß macht. 3 Minuten, die darüber entscheiden, ob die Löwen hier ausgleichen oder schon früh in den 2-Punkte-Rückstand geraten. Das muss ich schon wirklich bewusst sein. Der muss jetzt schöner Treffer. Gas geben, ja. Schöne Linke war drin. Was würdest du aus Chemnitzer Sicht sagen, wenn du in der Chemnitzer Ecke gewesen wärst? Was hättest du Sobieszczyk mitgegeben? Also der ist ein, für Leichtgewicht sehr großer Mann. Er muss ihn eigentlich richtig auf Distanz halten und mehrere Hände schlagen. Einfach immer wieder stören und ja nicht in Infight gehen mit dem Mirwais. Und das macht aber auch richtig gut. Sieh wieder mal, immer wieder die Führhand. Einfach so nicht treffen lassen, lang bleiben. Ja, Shahzada versucht aber das umzusetzen. Und dann aber immer wieder die Schlaghand. Wartet zu viel, ja. Die er ist muss gut eigentlich, im Ziel. Ja. Ja.
weil ich muss jetzt mehrere Hände schlagen. Ja. Muss mehr versuchen. Der Rundenauftakt geht an den Chemnitzer Wolf. Der Löwe muss Zähne zeigen hier. Da sind die jetzt mit Köpfen aufeinander. Ja, schmerzverzerrtes Gesicht da beim Gastboxer in Rot. 2 Minuten noch. Da muss der Meter viel mehr machen, da muss mehr Hände kommen. Ja, und Sevier schickt immer wieder gut mit seiner Schlaghand, kontert der Shahzada. Kommt gut von außen, ja. Ja, der war ab auf die Deckung. Ja. Wird jetzt unsauber ein bisschen. Wird viel gehalten. Beide Boxer am Limit, das ist sichtbar. Ah, Shahzada haut nochmal raus. Sobieschik schüttelt mit dem Kopf. Beide treffen. Beide treffen. Aber Shahzada muss mehr machen. Das ist jetzt die letzte Minute. Die Runde sollte bisher in den Chemnitzer gehen. Shahzada ist müde. Es ist mit der größte Auftritt seines Lebens, muss man sagen. Hat er noch ein paar extra Körner? Aber man sieht es in seinem Gesicht. Er ist wirklich an den letzten Körnern dran. Letzten 10 Sekunden. 10, ja. Nochmal alles raushauen. Uiuiuiui. Oh, kleine Wrestling-Einlage. Shahzada ist tatsächlich am Limit. Ja. Das hat man eben gesehen. 5 Sekunden. Uiuiui. Er hat keine Kraft mehr. Und dann ist das Ding durch. Dritte Runde in den Büchern. Hobig, wie hast du die letzte Runde gesehen? Also ehrlich gesagt, für den Roten, ja, musste er überhaupt den Kampf. Sehr talentierend, hat mir sehr gut gefallen. Hat er auch mehr Power im Tank noch? Ja, hat man gesehen. Der Mehrweis war zum Schluss, also letzte Minute, wirklich am Ende seiner Kräfte, leider. Konnte nicht viel machen. Trotzdem natürlich ein Debüt hier auf großer Bühne. Für ihn toller Kampf. Jetzt warten wir aufs Urteil. Bevor wir dann gleich weitermachen im Halbwelter. Da ist dann Ahmed Hamm für die Löwen am Start gegen Arthur Orloff. Aber erstmal jetzt Ehre, wem Ehre gebührt, das Urteil. Der Chemnitzer fühlt sich siegesicher. Sehr geehrte Boxsportfreunde, die Entscheidung des Kampfgerichtes. Sieger mit 4:1 Richterstimmen, die blaue Ecke. Okay. Was denn? Mir weiß, Shahzada gewinnt diesen Kampf. Hobik und ich geben aber jetzt keine Prognosen ab, oder es kommt immer das Gegenteil, was wir sagen. Von daher können wir ja eigentlich immer gegen die Löwen jetzt setzen. Machen wir natürlich nicht im nächsten Kampf. Ahmed Hamm gegen Arthur Orloff. Bleibt dran, bis gleich. Bis gleich.
Gastgeber, meine Damen und Herren, haben Da sind wir wieder. 3:3 steht's beim Duell der Münchner Löwen gegen die Chemnitzer Wölfe. Und jetzt sind wir im Halbweltergewicht angekommen. Ahmed Hamm ist da für die Löwen am Start. Gegen Arthur Orloff in der roten Ecke. Ringrichter Sergej Gegelmann. Wer jetzt gewinnt, der führt, Hovig. Schauen wir mal, ob die Löwen in die Führung gehen. Da bin ich gespannt. Hamm auf jeden Fall ein Brecher. Dritter Platz, Deutsche Meisterschaften der Elite 2019, geboren in Algerien, extrem selbstbewusster Typ. Aber sein Gegenüber Arthur Orloff auch kein Mann, der zu unterschätzen ist. Fast 80 Kämpfe, deutscher Vizemeister U18, großes Talent, aber haben schon der Favorit, Hovig. Schauen wir mal gleich, sehen wir gleich. Kann ich noch nicht viel. Nach der ersten Runde mehr dazu. Ahmed, auf jeden Fall schneller Junge, schneller Mann. Mental auch sehr, sehr stark, hat die letzten Kämpfe, auch knappe Kämpfe, für sich entschieden. Letzten Heimkampf haben die Löwen ja gewonnen und haben hier gleich mal mit 2-3 Treffern. Sehr offensiv, der Hamm. Gefällt mir gut. Körper-Kopf-Kombination immer. Geht furchtlos nach vorne, Ahmed Hamm. Hat hier bisher auch die besseren Treffer auf seiner Seite. Aber jetzt nochmal ein schöner Konter von Orloff. Und dann ist einer voll drin und da muss er mal durchpusten. Und wird jetzt tatsächlich angezählt. Knaller hat recht im Ziel. Sehr sauber, ja. Die Rechte hat richtig gut gesessen und auch gerecht jetzt. Der Ringrichter gibt dem Gegner die Chance, sich zu erholen. Sah auch noch stabil aus. Hat zwar durchgepumpt, aber war noch präsent. Und jetzt schaut Hamm sich das Ganze mal an. Ja, beide treffen, aber Hamm. Uiuiui. Er hat auch. Darf er nicht wild in den Kampf gehen, ja? Aber wirkt noch sehr stabil, Arthur Orloff, geboren in Chemnitz, 1,81 Meter groß. Also schon recht groß für die Gewichtsklasse, für 63 Kilo. Beide sind recht groß, ja. Oh, voller Treffer! Er pustet da wieder durch. Arthur Orloff. Oh, muss er aufpassen. Hamm riecht Blut, Hamm riecht Blut. Er will es wissen. Ja. Geht knallhart nach vorne. Die letzten 10 Sekunden. Ah, jetzt kriegt Hamm auch mal ein, aber die Runde geht klar an den Münchner Löwen. Bärenstarke offensive Vorstellung. Sehr stark von Hamm. Sehr gut offensiv, er will gleich nachsetzen, das finde ich richtig gut an ihm. Dass er gleich nachsetzt, wenn er sauber getroffen hat. Und es kann sein auch, dass es der Kampf nicht volle Distanz. Schauen wir mal. Wenn du jetzt in der Chemnitzer Ecke wärst, was würdest du Arthur Orloff mitgeben? Ja, der muss viel schneller, viel beweglicher. Er darf sich natürlich nicht auf den
Schlaghagel von Ahmed einlassen. Ja, und meiner Meinung nach reagiert er ein bisschen zu langsam. Dementsprechend kassiert er auch die harten Hände von Ahmed. Und für die Gewichtsklasse muss er natürlich beweglicher, viel schneller sein. Gutes Auge, mehr bewegen und nicht zu geradlinig boxen. Der Arm ist gut variabel, also ja, man hat jetzt gesehen, oben, unten Körper, seine Haken kommen recht gut an, seine rechte Schlaghand. Er hat das sehr gut gemacht und vor allem eben seinen Gegner auch mental dominiert, den Kampf an sich gerissen. Hier mal sieht schauen, man, ob er weitermachen kann. Der Körper hat er angetäuscht und oben, das ist richtig gut. Jetzt Orloff auch mal mit Kombinationen, trifft er auch mal gut mit der Führhand. Arbeitsrechte von Ahmed drin. Muss da aufpassen, straft da den Hinterkopf. Aber das kann im Eifer des Gefechts auch mal passieren. Geht wieder nach vorne. Oh, das wird gefährlich. Müssen schon auf ihre Köpfe aufpassen. Ja, Orloff kam jetzt hier aber besser aus der Pause mit einem klareren Plan. Ahmed will das Ding hier schnell beenden. Ahmed will natürlich vor heimischem Publikum sich richtig beweisen. Bei vielen Boxern würde man sagen, er muss aufpassen, dass er nicht überdreht. Aber Ham hat diese Power für 3 Runden, das Tempo zu gehen. Das haben wir schon öfter gesehen. Schöner Jab im Gesicht von Orloff. Und bei Orloff merkt man, dass er jetzt schon anfängt, wieder abzubauen. Sehr gute Linke. Weit ausgeholt, aber gut getroffen. Das macht Ahmed richtig gut, schön locker, beweglich und dann kommen die harten Hände. Genauso muss er auch weiter boxen. Der Chemnitzer sieht man überhaupt nicht beweglich, steht fest. Orloff kassiert in fast jedem Schlagabtausch mehr Treffer als Ham. Auch wenn er in der Runde einen Ticken stabiler ist, aber auch nur einen Ticken. Eine Verwarnung wegen Kopfstoß. Verwarnung wegen Kopfstoß, weiter geht's, nicht von Belang im Moment. Sein, ohne gemacht zu haben. Jetzt Verwarnung auf der Gegenseite, wieder ausgeglichen, aber der Mann, der noch mit dem Boxen in Algerien begonnen hat, Ahmed Ham, ist auch in der zweiten Runde hier der Aggressor, der Dominator, der König des Dschungels, 10 Sekunden noch auf der Rundenuhr. Damit die zweite Runde auch durch. Hovig, dein Fazit. Geht auch an Ahmed, auf jeden Fall. Also die ersten beiden Runden an die blaue Ecke. Zwar haben beide jetzt eine Verwarnung bekommen, aber Ahmed hat trotzdem noch mehr geschlagen mit der Rote, der Chemnitzer. Wir müssen ja aufpassen, was wir jetzt sagen, weil ja immer das Gegenteil am Ende kommt. Diesmal bin ich mir schon sicher. Ja, ich auch. Ham auf jeden Fall deutlich stärker. Wird hier noch massiert von Alfonso Fusco. Runde 3. Sehen wir gleich. Also wenn wir jetzt richtig liegen, wovon ich jetzt auch einfach mal ausgehe, dann braucht ja Arthur Orloff jetzt schon den Knockout in der dritten Runde. Das denke ich auch, ja. Aber sehr schwierig gegen Ham. Ja, das wird schwierig. Wir sehen noch Olaf Leib. Er andersrum. Jetzt will der Ham richtig wissen. Letzte Runde. Er wird jetzt nochmal, das ist der letzte Bundesliga-Heimkampf. Er wird jetzt alles nochmal aus sich rausholen. Davon gehe ich auch aus. Wir haben Leib noch gesehen. Olaf hier dann nochmal mit dem Handtuch zugewedelt hat. Orloff kam auch ganz gut raus aus der Ecke in der zweiten Runde. Kriegt hier aber gleich mal den linken Haken. Ah, das war ein guter Treffer von Orloff mal. Aber das scheint Ham nur anzustacheln. Ja,
der hier brachial nach vorne geht. Also so ein Offensivfeuerwerk haben wir selten gesehen. Selbst hier in der Halle an der Sebener Straße. Konstanter Dauerdruck von Hamm. Nächste Verwarnung für Rot. Den halten, ja. Aber Hamm kommt ja auch in der dritten Runde raus für die Feuerwehr, obwohl er blau trägt. Ja, also für Olof ist tatsächlich kann nur ein überraschender K.O. retten. Da legt der Hamm wieder los und hat dann nochmal eine Verwarnung bekommen. Somit ist die Runde eigentlich durch. Er versucht es nochmal, das muss man ihm lassen. Also er bleibt offensiv, er versucht es. Und Finish geht los. Haben es hier am Zughebel. Im Seilquadrat in der Halle an der Sebener Straße. 3:3 steht es, der Sieger dieses Kampfes geht in Führung. Es schaut so aus, als würden die Löwen den Kampf, mit dem Kampf in die Führung gehen, ja? Auch wenn Olof das einen Ticken besser macht, der hat mehr vom Kampf, zumindest im Vergleich zu den beiden anderen Runden. Versucht auch mal jetzt selber in die Offensive zu gehen. Aber Hamm bleibt weiter dran. Man hört es auch aus der Ecke, nichts überstürzen. Die Löwen wissen auch, die müssen hier nach Punkten jetzt vorne liegen. Die müssen das Schiff nur sicher in den Heimathafen fahren. Noch 30 Sekunden. Hamm hat da den Kopf wohl abbekommen. Schmerzverzerrtes Gesicht beim Löwen. So, letzten 10. Hamm boxt das hier souverän nach Hause. Und das meine ich eben, der ist eben auch mental stark. Man merkt das jetzt in der dritten Runde. Hat den Kampf anders geführt. Und das muss eigentlich Hovig an die Löwen gehen. Das denke ich auch. Der Meinung bin ich auch. Alles andere wäre eine riesen Überraschung. Punktzettel werden hier eingesammelt. Da sehen wir nochmal Ahmed Hamm. Nach dieser Powerleistung. Sehr gut gemacht, Herr Sus, ja. Liebe Boxsportfreunde, gestatten Sie mir eine Durchsage in eigener Sache. Ich möchte ganz gern einen Ehrengast begrüßen. In München alles andere als ein Unbekannter. Er ist der Neffe von Ali Çukur, dem Chef der Münchner Löwen in der Boxabteilung. Und er ist am 4. DBA-Champion. Willkommen hier in der Boxhalle, Emre Çukur. Emre Çukur auch zu Gast auf Instagram, auch sehr aktiv, hat er abdecken. Und ich darf Ihnen ankündigen, meine Damen und Herren, er verteidigt seinen Titel am 21.05. in Leos Boxgym. 21. Mai, also nicht mehr lange, auf gut Deutsch nächste Woche. Könnt ihr euch vormerken, okay, jetzt kommen wir zum Urteil. Die Entscheidung des Kampfes. Und die Entscheidung jetzt. Sieger mit 15:0 Richterstimmen, die blaue Ecke. Ahmed Hamm gewinnt den dritten Kampf. Die Löwen gehen mit 5:4 in Führung. Wir sind gleich wieder da mit Nikita Ulyanov gegen Randy Botticalli. Bleibt dran, bis gleich. Ulyanov.
Sie ist 21 Jahre alt, stammt aus der Nähe von München, studiert momentan in Regensburg Erziehungswissenschaften, geht ansonsten in ihrer Freizeit auch gerne mal ins Gym und wer ihr auf Instagram folgen will, der findet sie als Julia Elena. Und jetzt rufe ich den Kontrahent des Boxers in der Roten Ecke in den Ring. Bitte zu uns von den Münchner Löwen, Randy Bocchitari. Wieder 5:4 für die Münchner Löwen, jetzt kein geringerer im Ring als Randy Bocchitari, der trifft allerdings auf Nikita Ulyanov, also das wird ein ganz, ganz heißer Kampf, wir warten auf Augenhöhe. An meiner Seite immer noch Hovig, der Löwe Bebram, einer der Profiboxer im Leichtgewicht in ganz Deutschland. Hovig, das könnte ein Ding werden. Ich bin sehr gespannt, weil wie ich hier lese, der Chemnitzer, deutscher Meister der Junioren und der Randy eben auch U18 deutscher Meister und mal sehen, also wird sehr knappes Ding, denke ich. Wenn wir einer der Punkterranken gewesen ist in der Box-Bundesliga, hat jeden Heimkampf hier gewonnen, aber hat jetzt vielleicht auch seinen schwersten Gegner. Wir gucken, wie sich der Kampf entwickelt. Bocchitari Chemiepokal gewonnen, deutscher Meister U19, amtierend, gebürtig aus dem Kongo, sein Kontrahent, allerdings auch über 100 Kämpfe. Nikita Ulyanov war auch mal deutscher Meister bei den Junioren. Was fällt dir jetzt zu Beginn auf, Hovig? Also ich sehe, der Chemnitzer schon, man merkt ihm die Erfahrung an. Er lässt es sehr selbstbewusst, sehr sicher boxt er. Ein sehr guter Junge, gutes Auge. Randy boxt aus der Distanz, macht er richtig gut, sehr beweglich. Ein bisschen ruhigerer Beginn als zuvor. Sehr gut anzusehen, ja, von beiden. Ja, schöne Offensivaktion hier von Nikita Ulyanov. Bocchitari versucht mit dem Jab, aber noch zu wenig. Der Chemnitzer macht gut Druck und schön schneidet gut den Weg ab. Kontert auch sehr gut. Schöne Rechte, da hat Randy seine Führhand zu sehr fallen lassen, kassiert dann die rechte Schlaghand. Müsste aus meiner Sicht den Jab noch mehr bringen, Bocchitari. Viel mehr und der musste die ganze Zeit eigentlich beschäftigen. Ja, so ein kleiner Mann, der nach vorne geht. Der muss gut auf Distanz halten mit seiner Reichweite, mit seiner Größe. Immer wieder die Geraden muss er viel mehr bringen, auf jeden Fall. Da kamen sie mal gut, die Links-Rechts-Kombination. Juliano will ihn natürlich stellen, man sieht's ja. Rundenendspurt in der ersten Runde. Kann Bocchitari nochmal Akzente setzen. Sowas muss mehr kommen. Links, rechts, die Führhand. Richtig schöne Geraden, genau.
20 Sekunden auf der Uhr. Letzten 10 Sekunden jetzt. Und dann ist das Ding rum. Hovig, was hast du gesehen, auch aus faktischer Sicht? Also der Chemnitz hat es eigentlich sehr gut gemacht, gut weg abgeschnitten und sehr gut war, gute Hände waren drin, hat er gut gekontert. Und Randy sehr beweglich, sehr technisch, super, sauber, hat mir sehr gut gefallen und es wird jetzt auf jeden Fall sehr schön anzusehen von beiden. Sehr, sehr eng. Jetzt bin ich, ja, jetzt bin ich gespannt auf die zweite und die dritte Runde, wer seine Linie findet. Und achtmal ein Unentschieden in der Box. Er war Zweitplatzierter der deutschen Meisterschaften in der Altersklasse Junioren. Alfonso Rusco, ja, genau, Alfonso, der muss explosiv, viel mehr seine Hände explosiv rausschlagen, der Randy. Und schnell und genau seine Reichweite ausnutzen, ja. Mehr die Führhand, mehr Kombination, wir haben es gehört aus der Ecke. Kann Randy das jetzt umsetzen unter höchstem Druck? Es ist sein schwerster Gegner. Bisher in diesen Heimkämpfen. Runde 2. So, Runde 2. Runde 2, ihr seid dabei hier live bei Sport Deutschland TV. Die Halle an der Sebener Straße, 1860 München, Box-Bundesliga. Weltergewicht, Randy Porticali gegen Nikita Ulyanov. Jawohl. So. Ah, schöne Rechte von Porticali. Die war drin. Jetzt tänzelt er ein bisschen mehr. Ulyanov versucht immer wieder mit der rechten über Randys linke drüber zu schlagen, die so ein Ticken zu oft fallen gelassen wird. Genau, der linke hängt, das hat er sehr gut gesehen. Muss er besser platzieren und sehr gut Timing finden. Da jetzt mal gut von Porticali, hat sich nach hinten bewegt im richtigen Moment. Ah, schöne Kombination, das muss mehr kommen von Porticali. Macht das jetzt besser in der Runde. Gleich Halbzeit. Die Trainer haben ihn gut eingestellt in der Ecke, ja. Das setzt auch sehr gut um. Alfonso Fusco und langen, schnellen Händen. Lautstark auch hier zu hören in der Halle. Das darf er natürlich nicht machen. Mit Fighten. Da gibt mir noch eine mit. Ulyanov versucht die Distanz zu überbrücken. Gelingt ihm in dieser Runde weniger als in Runde 1. Porticali jetzt präsenter und besser. Eine Minute, noch 60 Sekunden in der zweiten Runde, die bisher aus meiner Sicht eher den Löwen zuzuordnen ist. Sehr gut macht der Porticali. Der lässt den Chemnitzer nicht so viel die Chance zu überlegen. Genau davon habe ich gesprochen, dass er mehr Hände einfach geradlinig schlägt. Was ist jetzt? Schwierig zu sehen. Der Richter unterbricht kurz. Da ist irgendwas, der Doktor kommt an den Ring jetzt nicht zu sehen. Jetzt aus der Perspektive seht auch ihr es. Wahrscheinlich ein Cut. Kleiner Cut vielleicht, aber war nichts, was extrem aussah von hier. Wie geht man mit sowas um, Hovig, wenn man jetzt der Boxer ist, der nicht verletzt ist? Randy war gerade gut im Flow, jetzt muss er sich irgendwie frisch halten die letzten 45 Sekunden. Er muss seine Linie natürlich behalten. Klar ist es, genau mitten, also mittendrin haben die den Kampf jetzt abgebrochen, da muss er wieder... Ja, ging schneller als gedacht, jetzt geht's schon weiter. Ah, der muss aufpassen, Porticali.
Zuschauer flippen hier aus. Die Halle brennt an der Sebener Straße. Und die Runde ist rum, zweite Runde. Wie hast du sie gesehen, Hovig? Boah, jetzt zum Schluss hat der Chemnitzer bessere Hände gehabt, aber davor hat auf jeden Fall der Löwe bestimmt bis zur Mitte der Runde. Und, aber zum Schluss hat die letzten paar Sekunden nach der Chemnitzer ein paar gute Hände drin gehabt, ja? Für die Münchner Löwen. Es war direkt nach dieser Pause, da kam er wie überfallartig nach vorne und hat Botticalli auch ein bisschen überrascht, weil sonst ist aber 2 Minuten 40 der Runde. Aus unserer Sicht eigentlich Botticalli besser, müsste jetzt mit dem Punkt Vorsprung in die letzte Runde gehen, während wir noch Fusco hier sehen, wie immer energisch. Er stellt sich schon richtig gut ein, ja, also man sieht, und dass er einfach von außen lang kommen soll und ja nicht mitfighten. Man hat gesehen zum Schluss jetzt, dass der Chemnitzer aggressiv war und gut durchgekommen ist mit seinem Infight. Die dritte Runde, die auf jeden Fall noch extrem wichtig ist, der Black Flash als Randy Botticalli, die Halle ist voll da. Man merkt natürlich hier in der Halle, er braucht die Unterstützung und die Fans sind da. Das ist stark, 7-8 Führhände am Stück von Botticalli, Körper, Kopf. Kommt gut raus, aber Ulyanov immer wieder gefährlich, schlägt jetzt selber einen linken Haken. Spannung pur im Weltergewicht, tolle Treffer von beiden. Der Löwe oder der Wolf? Wer sichert sich hier im Weltergewicht die Punkte? Hovig, wie siehst du bisher diese dritte und alles entscheidende Runde? Also bis jetzt macht der Randy, also der Löwe, mehr, denke ich, wie der Chemnitzer, wie der Wolf. Mal sehen, ob es dabei bleibt oder nochmal zulegt, der Chemnitzer. Macht jetzt immer mehr das, was er machen muss, die Führhand zeigen, im richtigen Moment 2-3er-Kombination schlagen und Ulyanov nicht in Schlagdistanz lassen. Ah, der Kampf war abgebrochen. Und jetzt, dann ist er raus. Jawohl, sehr. Ah, bewegt sich sauber aus der Ecke. Beide treffen, es wird wild hier in der Halle an der Sebener Straße. Botticalli mit Tanzanlage. Hat sich noch was aufgehoben hier fürs Ende. Und Ulyanov kommt nicht mehr mit, wird jetzt geschleudert. Fast schon wie beim Wrestling hier, Hovic. Ja, die Jungen sind. Die Jungen will lassen. Ja, die lassen sich von den Zuschauern natürlich beeinflussen, der Randy, und in dem Fall aber eher positiv, muss man sagen. Die dritte Runde geht an ihn hier bisher. Und Ulyanov wirkt angeschlagen. Bislang macht er richtig gut, ja. Ulyanov findet irgendwie den Mittel nicht. Revanchiert sich jetzt hier mit der Schleudereinlage. Aber es ist nicht mehr lange in dieser Runde. 10 Sekunden gleich noch. Ganz, ganz knappe Runde. Oh, oh, jetzt kommt der Ende nochmal. Und dann ist das Ding durch. Randy Botticalli gegen Nikita Ulyanov. Hovig, dein Fazit zum Kampf. Wow. Aber auf jeden Fall sehr, sehr eng, sehr eng. Und es hat Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. Ich denke mal, die dritte Runde war der Löwe besser. Und somit muss es für ihn gereicht haben. Sehe ich ähnlich. Das müsste gereicht haben, die dritte Runde. Die zweite für mich auch leichte Vorteile. Die erste vielleicht eher in der roten Ecke. Aber wir überlassen das natürlich den ausgebildeten Herren hier am Ringrand. Die Punktrichter, die werden die Entscheidung fällen. Gehen die Löwen mit 7-5 in Führung, blaue oder Ecke. Gleich Chemnitz aus?
Ich denke schon, dass die jetzt die Führung aufbauen, ja? Spannung wird aufgebaut. So, hier die Entscheidung. Sieger mit 3:2 Richterstimmen, die rote Ecke. Die rote Ecke gewinnt. Wir lagen mal wieder falsch, Hovig, aber das hat mittlerweile ja schon fast Tradition. Damit steht es 6:6. Unentschieden geht in die Pause. Spannender kann es eigentlich nicht werden. Wir haben jetzt ungefähr 15 Minuten Pause. Oder was heißt ungefähr? Es werden 15 Minuten Pause. Bleibt dran. Bis gleich. Ja, die gerade kommt, meine Damen und Herren, 20 Minuten dauert die Pause. 20 Minuten auch für die beiden.
Scheiße, Björn! Liebe Boxsportfreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte das Publikum und das Kampfgericht, seine Plätze am Ring wieder einzunehmen. Wir fahren mit der Veranstaltung fort.
Da sind wir wieder, Box-Bundesliga, der dritte Heimkampftag der Münchner Löwen. Wir sind jetzt allerdings noch nicht beim 71-Kilogramm-Kampf zwischen Martin Krumuth und Daniel Asiego, der in der Box-Bundesliga gleich stattfinden wird, sondern noch ein Vorkampf wird eingeschoben aus der roten Ecke. Berat Konakci, der 1,98 Meter Hühne für die Löwen gegen Lusail Julius, der in der roten Ecke von Levin Schukur betreut, antreten wird. An meiner Seite immer noch Hovik Bebram. Vielleicht der Vorkampf auch mal eine kleine Gelegenheit. Hovik, du bist ja als Profiboxer immer noch aktiv. Was steht bei dir so in nächster Zeit an? Also bei mir, ich werde am 2.7. in München wieder kämpfen. Und jetzt mache ich nochmal einen normalen Kampf. So ein 10-Runder. Was geplant ist dann im Herbst, dann gehe ich wieder auf Titeljagd. Das habe ich
Zwangspause habe ich jetzt hinter mir, Gott sei Dank, fast 1,5 Jahre verloren durch Corona und alles drum und dran. Und Gott sei Dank geht es wieder in die richtige Richtung und ich bin wieder heiß und freue mich, ja. Ja, wir sind gespannt, dass du der erste Profi-Weltmeister aus München wirst. Wir schauen auch mal auf die beiden hier, was die hier vielleicht in Zukunft bringen können. Also wie gesagt, Berat Konakci in Blau und Lusal Julius in Rot. Das sind schwere Jungs hier unterwegs. Zwei Münchner, ne? Zwei Münchner, Stallkollegen fast schon. Ja. Leos Boxgym und 1860. Berat hier mit dem besseren Beginn. Natürlich dann nochmal deutlich härter, das macht die Gewichtsklasse einfach aus. Schöne Treffer. Für alle, die jetzt reinschalten, der Kampf geht nicht in die Wertung ein. Da steht 6-6 zwischen den Münchner Löwen und den Chemnitzer Wölfen. Aber es ist Tradition, dass es immer wieder Vorkämpfe auch gibt an Box-Bundesliga-Kampftagen. Robik, wie gefallen dir die beiden Boxer bisher? Ja, so für den. Wir sind der Newcomer und das machen die richtig eigentlich gut. Der Große, der Löwe, der boxt sehr aufrecht und gute Hände bringt er. Und der Rote, der kleine Mann, sehr kompakt. Aber meiner Meinung nach nimmt er zu viele harte Hände. Ja, da wieder schwere Treffer. Boxt ja erst seit 2 Jahren hier, Berat Konakci. Also dafür sieht das sehr, sehr gut aus. Aber auch Julius muss sich nicht verstecken, kommt immer wieder zurück. Oh, schwere Linke. Ah, jetzt gibt Berat Konakci Gas. Julius Luzai muss aufpassen. Teilweise sieht der Rote die Schläge nicht und er versteckt sich. Das kann gefährlich werden, ja. Kommandos aus der blauen Ecke, 1-6. Das war die Kombination, er setzt das direkt um. Klare Runde für die blaue Ecke bisher. Ihn da wieder mit der Rechten. Wird angezielt. Meiner Meinung nach zu Recht. Das waren jetzt viele schwere Treffer, die er da eingesteckt hat. Damit ist die erste Runde in den Geschichtsbüchern. Hovig, wie hast du sie gesehen? Ja, also der Löwe hat mir richtig gut gefallen und zu Recht auch die Runde klar gewonnen. Ja, sehr einseitig. Hier in der Halle an der Säbener Straße, wo natürlich alle auf die Box-Bundesliga-Kämpfe warten. 5 Stück haben wir noch, es steht 6-6. Da sind einige Kaliber bei unseren Gästen aus Chemnitz dabei. Also das könnte schwer werden für die Münchner Löwen, die natürlich trotzdem alles reinwerfen werden. Die werden natürlich versuchen, den Heimsieg zu holen, aber wenn man die Namen so jetzt liest, wer noch da alles boxen wird, das wird richtig sehr, sehr schwer, also für die Löwen jetzt an sich zu reißen, den Heimsieg und mal sehen. Die nächsten 2 Kämpfe aus meiner Sicht sehr entscheidend, wenn Asiego und Bukrin beide gewinnen sollten, dann könnten die Löwen mit dem guten Polster in die letzten 3 Kämpfe gehen, wo Chemnitz einfach unglaublich stark ist mit Putilov und mit Schierle. Aber wir werden es erleben. Wird heiß. Wir gucken noch mal hier auf den Vorkampf. Konakci bisher deutlich dominant in Blau gegen Luzai. Natürlich für beide eine tolle Gelegenheit, Hovik, hier bei so einem Publikum zu boxen. Ja, natürlich. Das ist eine Riesenerfahrung, was die Jungen jetzt hier boxen. Nur so ein Publikum, Bundesliga-Stimmung und natürlich sagt so ein Junge, steht mit der Boxer nicht nein und nimmt die Erfahrung mit, ja?
sieht auch, die wollen sie, die beweisen sich richtig, ja? Ja, und auch Julius Luzal steckt nicht auf, also er kommt zumindest immer wieder. In der Runde geht auch viel auf die Deckung. Was Konakci bringt, der natürlich deutlich aktiver ist. Wir sind gelegen, als wir die beiden Boxer aus München hier bei der Bundesliga-Auftakt zu kämpfen. Und in der Königsklasse auf dem Superschwergewicht. Ui, das wird angezählt. Handtuch kommt. Und dann wirft Levin Schukur auf das Handtuch. Ferhat Konakci gewinnt diesen Vorkampf, hochverdient hoch. Levin Schukur unzufrieden. Irgendwie, wenn man jetzt kommt, gibt es Diskussionen mit dem Ringrichter. Es kommt mir so vor, als hätte er, wollte einfach nicht das Ganze ansehen. Die Entscheidung mit dem Ringrichter war jetzt nicht zufrieden. Trotzdem muss man ja sagen, Ferhat Konakci war dominant. Also war dominant, das wäre auch hinten raus vielleicht klar gewesen nochmal, aber... Und unnötig, so jungen Alter schwere Hände einzustecken. Im Zweifelsfall natürlich immer vor. Zwei junge Männer. Gibt nochmal den Handshake, faire Geste. Vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung von Levin Schukur. Warum er sie getroffen hat, können wir von hier jetzt nicht nachvollziehen. Aber es war schon ein sehr einseitiger Kampf. Wir kommen jetzt gleich zum obligatorischen Urteil. Und dann kommen wir zu den fünf wichtigen Kämpfen in der Box-Bundesliga. Steht unentschieden, ne? Steht unentschieden, 6:6. Sport Deutschland TV hier live bei uns. Boxen vom Allerfeinsten. Jetzt noch die obligatorische Siegerehrung. Ferhat Konakci gewinnt den zweiten Vorkampf des Abends. Wir sind gleich wieder da mit Martin Kromuth gegen Daniel Asiego. Bleibt dran, bis gleich. Und wir rufen zunächst einmal wieder in die rote Ecke zu, zu gestern in diesem Fall den Kämpfer Martin Kromuth.
Wir sind zurück. 6:6 steht es in der Box-Bundesliga. Der TSV 1860 München hat den Boxclub Chemnitz zu Gast. Und jetzt sind wir angekommen in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm, Halbmittelgewicht. Daniel Asiego tritt an für die Münchner Löwen gegen Martin Kromuth, den amtierenden Sachsenmeister. Sehr, sehr junger Mann. In Rot für Chemnitz. Ein ganz, ganz wichtiger Kampf, Rubik, weil er vielleicht den weiteren Abend beeinflusst. Wer jetzt gewinnt, ist in Führung. Ja, ist entscheidend. Wie gesagt, steht 6:6 und es sind genau noch 5 Kämpfe. Und ja, das wird Richtung geben, ja. Ganz, ganz wichtig, vor allem, weil unsere Gäste aus Chemnitz hinten raus auch sehr, sehr stark besetzt sind. Daniel Asiego in Blau. Die Chemnitzer natürlich in Rot, Martin Kromuth. Zwei Linksausleger im Duell. Tasten sich hier zu Beginn erstmal ab. Ich muss da erwähnen, 71 Kilo, die 60er haben wir einen ganz, ganz starken Mann, der heute nicht im Einsatz sitzt. Magomed Shahidov, der für die Nationalmannschaft unterwegs ist. Und ich hätte ihn auch gerne heute hier gesehen. Ich habe noch mit ihm gesprochen gehabt. Er ist leider nicht hier. Er ist in England und Aushängeschild. Der Box in der Nationalmannschaft, auch seine Gewichtsklasse. Ich hätte ihn auch sehr gerne heute in der Bundesliga gesehen hier, ja. Ja, ganz, ganz starker Mann, der leider jeden Heimkampf verpasst hat, auch verletzungsbedingt, zuvor Corona-bedingt und jetzt wäre er fit und du hast es gesagt, im Ausland. Allerdings Asiego auch ein würdiger Vertreter gewesen, hat auch Siege eingefahren für die Löwen in der Liga. Beginnen hier sehr, sehr ausgeglichen. Sehr ausgeglichen, was mir natürlich sehr gut gefällt bei den Löwen. Ja. Die boxen fast mit eigenen Boxern. Also, die haben fast keinen Leihboxer. Und bei den Chemnitzern ist es halt nicht der Fall. Die können sich einkaufen in der Bundesliga mit also Stärken, Boxer holen, die für Chemnitz boxen. Aber die und die 60er, die setzen auf Tradition, auf ihren Nachwuchs und die setzen die hier, wie man auch sieht, ihre Leute ein. Ja, fast nur heimische Boxer. Gute Schule bei Alfonso Fusco und Rashad Pekpasi. Beide treffen jetzt hier mit der Führhand. Was fällt dir taktisch auf, Hovig? Ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Vielleicht die ausgeglichenste Runde. Sehr ausgeglichen. Der 60er ist gut beweglich, aber ungenau. Und der Chemnitzer versucht hier gut abzuschneiden, Weg abzuschneiden und bringt klare Hände. Ja, jetzt hat der 60er mal gut gekontert. Schöne Rechte jetzt von Kromuth, der das hier gut macht in der ersten Runde. 1,82 Meter groß, der Gast aus Chemnitz. Asiego noch nicht so richtig drin im Kampf. Viele Hände, aber ungenau. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Kann noch mal jemand hier einen Akzent setzen? Erste Runde. Schwer zu bewerten. Wenn du jetzt an Alfonso Fuscos Stelle wärst, was würdest du Daniel Asiego jetzt sagen? Der Boxer, der Rotdenker, meine Damen und Herren. Er muss natürlich, er macht gut mit den vielen Händen, aber der muss genau treffen. Der ist selbstsicher. Treffen und genau vor allem, ja, der bewegt sich gut, haut die Hände raus, aber trifft, kommt nicht ins Ziel, ne? Deswegen vielleicht nicht so viel zappeln, genauer schlagen, ruckartig und explosiv die Hände rausbringen. Und vor allem kann Chemnitzer, man kann ihn gut am Körper anfangen, was er überhaupt nicht gemacht hat, war Körperschläge. Ja, wirkt heute ein bisschen gehemmter als noch zuletzt. Am letzten Heimkampf gegen Hannover eine lupenreine Vorstellung abgeliefert, Daniel Asiego. Mal sehen, ob Alfonso Fusco da die Körner rauskitzeln kann aus so einem Boxlöwen. Das ist natürlich entscheidend, auf den Trainer in den Ringpausen zu hören und das auch dementsprechend umzusetzen. Versucht, wir werden gleich sehen, ja. Mit der rechten über die linke auch zu schlagen, haben wir schon öfters gesehen von den Chemnitzern heute. Ja.
Rechte von Asego und die Halle ist sofort da, auch wenn das jetzt kein 100% klarer Treffer war. Gut geschlagen, aber nicht sauber getroffen. Die Löwen werden vorangepeitscht von den Fans, von den Zuschauern. Wir hören es aus der Ecke, der Löwen. Stechen, stechen, stechen. Er muss den Jab mehr zeigen, Asego, wenn er hier auf den Punktzettel nach vorne kommen will. Also, wir kommen immer von außen mit Einzelhänden. Da musst du vielleicht mal nachsetzen, ja? Der Stich geht, dann ist er wieder weg. Was macht der Chemnitz aus seiner Sicht? Er behält seine Linie und versucht. Zumindest so sieht gerade Linie nach vorne. 1-2 immer, 1-2. Hier wieder. Kurze Mahnung. Ja, Sego geht jetzt mal zum Körper, versucht dann die Rechte ansatzlos zu treffen. Aber Kromuth ist da, Kromuth ist präsent. Jetzt mal ein schöner Körpertreffen. Da gehen die Zuschauer gleich mit. Die Edelfans in der ersten Reihe, die Fußballer heute schon so erfolgreich gewesen gegen Dortmund 2. Jetzt wollen natürlich die Boxer auch nachziehen. Asego präsenter in der zweiten Runde, aber wird das reichen gegen diesen starken Martin Kromuth? Der hier wirklich klar die Ringmitte für sich beansprucht und immer wieder auch selber gut trifft. Chemnitz ist jetzt gerade mit guten Rechten reingekommen, gut platziert. Gleich ist die zweite Runde vorbei. Opa! Die zweite Runde in den Geschichtsbüchern. Daniel Asego gegen Martin Kromuth. Enges Ding, Moment. Vom TSV 1860 von München, er ist 20. Ganz, ganz enges Ding. Und ist heute ebenfalls. Wird schwer, dritte Runde wird entscheidend sein. Da muss der 60er. Seine Haupttrainer Raschat Kaspasi, Alfonso Fusco und Alfonso. Muss zulegen, seien wir ehrlich, wie es ist. Kriegt da noch eine freundschaftliche Wartschau jetzt von Alfonso Fusco. Rüttelt ihn wach, ne? Muss ihn wach rütteln. Er muss öfter noch die Führer zeigen, aus meiner Sicht. Wenn er mal nicht mit seiner Freizeit mal nicht gut im Boxsport. Martin Kromuth macht das aber auch gut. Er hält seine Linie, ja, und schön gerade und Einzelhände immer wieder. Runde 3. Und dritte Runde wird entscheidend jetzt. Alles oder nichts für die Löwen. Es steht 6-6. In diesem Gefecht der Boxbundesliga. Der Chemnitzer weiß es, man sieht. Der Ecke hat er die Anweisung bekommen. Attacke. Schöne Führung zum Körper. Asego. Versucht zum Körper zu gehen, Asego. Scheinbar war das die eine der Anweisungen von Fusco. Ganz, ganz enge Kiste, Hobig. Was fällt dir hier auf in Runde 3? Also der Chemnitzer zeigt auf jeden Fall Siegeswille und mehrere Hände. Man sieht ja die Anweisung und der folgt es auch. Kommt mit geraden Händen und hoppala, das wäre jetzt im Kopf. Hoppala! Natürlich keine Absicht, aber man merkt es. Es geht jetzt hier um alles in der dritten Runde. Hoppala. Oh, das war ausrutschbar. Kann mal passieren. Selbst mit guten Adidas-Boxschuhen. Sehr gute Rechte. Vielleicht der klarste Treffer in dieser Runde, aber wird das reichen? Der Chemnitzer sitzt jetzt nach.
muss man Respekt hören, dass der hier noch mobilisiert in der letzten Runde an Offensivkraft. Er hat immer eine passende Antwort parat. Martin Kromuth. Martin Kromuth dreht es nochmal gut auf. 20 Jahre jung. Wir haben uns Vorwärtsgang gemacht. Aber kann ihn leider den Löwen nicht richtig stellen. Das macht Asego gut. Er bewegt sich schon gut weg, der 1,80 Meter Hühne. Trotzdem wird das eng für den Löwen. Ganz, ganz enger Kampf generell. Hier in der Höhle der Löwen. Links, rechts kassiert der Löwe. Muss ja mal antworten jetzt. 10 Sekunden noch. Und wieder und wieder. Ah, nochmal schöne Treffer von Asego zum Schluss. Und dann ist das Ding durch. Halbmittelgewicht, Asego gegen Kromuth. Wie ist dein Fazit, Hovig? War ein enges Ding. Enges Ding, ja. Puh. Also ich will kein Punktrichter sein, ehrlich gesagt. Ja, die Urteile ja heute zumindest diskutiert hier in der Halle von ganz, ganz vielen. Wir sind jetzt sehr gespannt. Das ist wirklich ein Kampf, wo auch wir hier sitzen und sagen, boah, das kann in beide Richtungen gehen. Beide hatten ihre Momente. So ist es. Wir lagen zweimal falsch und in der Pause haben wir uns mit den einen und anderen auch unterhalten. Viele lagen da falsch. die waren auch unserer Meinung. Das Urteil kommt gleich. So, die Zuschauer wissen selber nicht. Die Spannung steigt. Sehr geehrte Boxsportfreunde, die Entscheidung ist kampfgängig des Sieger mit 4:1 Richterstimmen, die rote Ecke, Martin Kromuth, Tor auf Sprung Chemnitz. Also Martin Kromuth haben die Punktrichter vorne gesehen, Chemnitz damit auch vorne mit 8:7. Wir gehen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder mit dem Mittelgewichtskampf. Alexander Bukrien gegen Kevin Pöllmann. Dranbleiben.
mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir den Rücken von Alexander Bukrien sehen, stehen die Münchner Löwen, denn sie liegen 8-7 hinten. Und wenn man bedenkt, dass bei Chemnitz noch Silvio Schierle und Nikita Putilov kommen, dann ist das jetzt ein Pflichtsieg für Alexander Bukrien, der von dem Easy Gym Boxsport Berlin ausgeliehen ist. Einer der wenigen in Blau gegen Kevin Pöllmann, den 1,80 Meter Hünen. Wir können gespannt sein, wie er sich schlägt. Ich bin gespannt. Easy Gym, recht bekannte Adresse aus Berlin. Dreimal genau. Berliner Meister war Bukrien. 1,95 Meter groß, das ist natürlich eine Ansage. Mega, ja. Der Gewichtsklasse. Da sehen wir auch schon seinen schönen scharfen Jab, seine schöne scharfe Führhand. Bravo. Und eins. Gleich wird angezählt. Da wird der Gegner angezählt. Nach einer rechten, das war ein Quickie. Kann Kevin Pöllmann hier was entgegensetzen? Sah für mich jetzt gar nicht so heftig aus. Sehr selbstbewusst, der Löwe. Er will es gleich wissen, ja? Das Ding geht nicht über die Runden. Hoppala. Unglaublich schnell. Und aber das Handtuch geworfen. Nach 20 Sekunden. Alexander Bukki sorgt hier für den Ausgleich. Und aus, 9-9. Wir müssen die Siegerehrung nicht abwarten. Natürlich kein Gegner auf Augenhöhe für Bukrien, aber man hat es gesehen, was für Anlagen der Mann hat. Der Jab kommt schnell und scharf. Die Geschwindigkeit in den Schuss. Sehr gut. Also, ich habe über den jungen Mann gehört gehabt, aber jetzt durfte ich ihn nur ganz kurz erleben, aber hat mir sehr gut gefallen. Großes Potenzial auf jeden Fall für Bukrien. Und jetzt kommen wir gleich zur obligatorischen Urteilsverkündung. Mega, also 1,95 für Mittelgewicht mit seiner Reichweite. Ganz stark. Liebe Boxsportfreunde, die Entscheidung des Kampfgerichtes. Sieger durch Aufgabe in Runde 1, die blaue Ecke. Alexander Bukrien gewinnt, sorgt für das 9-9 und jetzt sind wir gleich wieder mit dem Halbschwergewicht. Da geht's für Serhat Palak, einen richtig starken Löwen gegen Silvio Schierle, einen der besten in der Gewichtsklasse in ganz Deutschland. Bleibt dran hier auf Sport Deutschland TV. Bis gleich. Mehr Spannung geht nicht als hier in der Box-Bundesliga. 9-9 steht es. Drei Kämpfe haben wir noch. Serhat Palak in
der blauen Ausrüstung gegen Silvio Schirle in Rot. Zwei bekannte Boxer. Silvio Schirle hätte es fast zu Olympia nach Tokio geschafft. Und Serb Palak, deutscher Meister U22 gewesen. Auch deutscher Hochschulmeister. Bobik, das wird ein heißer Fight. Bin sehr gespannt. Silvio Schirle ist ein richtiges Ausdauermonster. Der kann wirklich alle drei Runden Vollgas geben. Guter Anfang jetzt allerdings von Palak. Auch die Löwen merken, die Mannschaft steht hier am Ring. Das ist sehr entscheidend, der Kampf ist. Was versieht ihr technisch, Hovig? Also beide boxen sehr ruhig und klar. Explosiv, das gefällt mir. Es wird gleich gekontert. Wird nicht viel gelauert und gleich antworten beide gleichzeitig. Ja, so schön zu sehen. Sind auch technisch, ja genau, wie du schon sagst, sehr schön zu sehen. Technisch beide sehr gut. Und die explosiven Attacken, aus dem Palak jetzt zu Beginn aus meiner Sicht ein bisschen besser rausgekommen ist, aber jetzt eben Schierlauf mit guten Aktionen. Schöner Körpertreffer. Palak marschiert nach vorne, macht keinen Rückschritt. Ja, Schirle natürlich ein extrem erfahrener Mann. Wie gesagt, er hat die Olympia-Quali geboxt. In England war es, glaube ich. Aber Palak versteckt sich hier nicht. Eine Löwen, ja. Eine Minute noch in der ersten Runde. Das sind ja leichte Vorteile für den Löwen. Sehr gute Runde von beiden Seiten. Das ist allerhöchstes deutsches Niveau, was wir hier sehen im Halbschwergewicht. Schirle ist auch die Gewichtsklasse hochgegangen. Meines Wissens hat er im Mittelgewicht geboxt. Die Olympia-Quali, also vielleicht leichte Vorteile, weil Palak natürlich Halbschwergewichtler ist. Ui, und das war ein harter Treffer. Rechte. Krachende Rechte. Das war ein richtig harter Treffer. Den hat er nicht kommen sehen. Das ist Boxen. 10 Sekunden noch, Palak. Die Runde ist weg. Wird sich aber, denke ich, in die Rundenpause locker retten können, ist wieder da. Boah, brutale Runde, Hovig. Palak eigentlich richtig reingelaufen, ja. Der ist in den Schlag reingelaufen. Da hat der Schülle sehr gut gesehen und die Rechte rausgehauen und auch sehr platziert am Kinn. Das ist natürlich absolute Creme de la Creme, Schirle. Wir sind jetzt in der Ecke, wir sehen seinen Trainer. Schirle atmet noch relativ ruhig. Ja, der ist wieder da, der ist wieder da, aber wie gesagt, die Runde ist weg. Ja. Jetzt sehen wir Alfonso Futsko, der wirklich alles gibt, um Palak einzunorden. Das ist noch nicht vorbei hier. Er muss jetzt wieder reinfinden. Er hat das so gut gemacht bis zu diesem Niederschlag. Richtig. Runde. War sehr interessant von beiden Seiten und kam der Niederschlag und mal sehen, wie es jetzt zweite Runde wird. Und wenn wir viele Newcomer und junge Leute gesehen haben, Silvio Schirle, der Boxer seit 2007, der deutsche Vizemeister der Elite. 15 Jahre Ringerfahrung und das ist zu spüren. Das sieht man auch, also es ist sehr schön von beiden Seiten. Schirle reißt jetzt langsam, aber sicher das Kommando an sich. In dieser zweiten Runde.
Jetzt dreht er auf, jetzt marschiert er nach vorne, der Chemnitzer, jetzt wieder. Ja, gute Treffer auf beiden Seiten jetzt, es ist so, so spannend hier, 9:9 steht es. Der Sieger dieses Kampfes ist dann mit einem Zähler vorne. Verhältnismäßig ruhig in der Halle, weil dieser Kampf so elektrisiert, weil es so ausgeglichen wieder ist. Parlag ist zurück. Will hier gut machen, Hovig, aber Schirle, brutal, was der hier zeigt. Sehr schön von beiden Seiten aus. Die Jungs, also die Mannschaft der 60er fiebern alle mit, weil die wissen, dass es sehr entscheidend ist, der Kampf. Aber der Schirle findet seine Linie. Die Halle bebt an der Sebener Straße. Die Boxlöwen gegen die Chemnitzer Wölfe. Silvio Schirle gegen Serhat Parlag. Zweite Runde. Schirle, das ist wirklich sehr, sehr gerade, wie er boxt. Gradlinie klar. Parlag versucht alles. Ah, gute Treffer jetzt von Parlag zum Körper. Ein Kämpferherz, Wahnsinn. Und die Fighter. Unglaublich, was wir sehen. Löwenherz. Von Parlag, 10 Sekunden noch in der zweiten Runde. Und Schirle tänzelt davon. Hovig, wie hast du die zweite Runde gesehen und wen hast du vorne gesehen? Also, Riesenkämpfer, Herz der Löwe, und er hat zum Schluss aufgedreht, aber die letzten paar Sekunden hat der Schirle wieder gekontert und schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Alfonso Fusco wedelt mit dem Handtuch. Saunaaufguss für Serhat Parlag. 3 Minuten haben die beiden Männer noch vor sich. Das Ding ist, ich habe im Gefühl, der Silvio Schirle, der hat noch was im Tank. Also der ist heute auch, der wird in die dritte Runde richtig jetzt aufdrehen. Er war deutscher Meister in den Jahren 2018 und 2019. Boxen ist sein einziges Hobby und der Runde 3. Der muss die Runde jetzt an sich reißen. Also der Löwe, der wird von Sinn. Jungs, hier richtig mitgefiebert. Kann Serhat Parlag das Wunder schaffen, das Miracle? Klare Außenseite hier gegen Schirle. Er ist aber noch im Kampf, trotz Niederschlag in Runde 1. Viel mehr geht eigentlich nicht an Spannung. Was kann so ein Mittel sein, Hovig, jetzt in der dritten Runde gegen diese Schirle? Was muss Parlag machen? Es macht ihn schon sehr gut, er bringt viele Hände, harte Hände. Und er muss noch aufpassen, nach dem Schlagen muss er, jetzt muss er rausgehen, jetzt kommt die Schirle. Nach dem Schlagen muss er rausgehen, nicht stehen bleiben. Das ist unnötig passiert. Und man merkt, ein Publikum ist da. Publikum ist da, der feuert ihn an. Und der Junge hat Riesenkondition, wie viele Schläge er abfeuert. Das ist pure Gänsehaut hier in der Halle an der Sebener Straße. Serhat Parlag raus und dran. Das meine ich, nach dem Schlagen rausgehen, nicht stehen bleiben. Da kommt das her. Aber Schirle kommt auch immer wieder gut zurück. Brutal enge Runde auch wieder hier.
Oh, gute Treffer jetzt für Schirle. Auch gute Aufwärtshaken von Palak. Sehr gute Konter. Die Halle ist da, die Halle bebt. Unglaubliche Stimmung, unglaubliche Stimmung hier bei den Löwen. Das muss man erlebt haben, was hier abgeht. Und jetzt kommt noch mal Schirle mit guten Treffern. Ein Sieg von Palak, um das mal einzuordnen, wäre eine Riesensensation gegen Silvio Schirle. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Ja, jetzt wird gefeitet von beiden Seiten, ja. Das ist eine Schlacht, wie sie im Buche steht. Löwe gegen Wolf, Chemnitz gegen 60, Palak gegen Schirle, 10 Sekunden. Und jetzt nochmal alles geben, Jungs. Da wird nochmal getanzt. Sehr gut. Brutal enges Gesicht. Bis jetzt. Für mich unglaublich. War echt sehr stark. Intensiver Kampf. Aber auch schwierig. Die erste Runde ging ja klar an Chemnitz. Aber Wahnsinn, Kämpfer, was er da aufgedreht hat. Was er hier nochmal zurückgekommen ist. Der Löwe, Respekt. Er lässt sich jetzt schön hier feiern. Zu Recht, ein wahres Löwenherz bewiesen. Aber ich will auch hier nicht in den Köpfen der Punktrichter sein. Und man könnte die beiden Runden auch Palak geben, Runde 2 und 3. Also es war brutal eng. Man kann sie auch Schirle geben. Ja. Die zweite Runde kann man noch eher Schirle geben. Wir warten auf das Urteil. Extrem gespannt. Extrem gespannt. Das wird entscheidend also für den Mannschaftssieg. Steht 9:9. Sollte Schirle hier gewonnen haben. Wäre Chemnitz mit einem Punkt vorne. Sollte Palak gewonnen haben, wären die Löwen mit einem Punkt vorne. Das ist brutal eng. Sehr guter Kampf. Liebe Urteilsteile, die Entscheidung des Kampfgerichtes. Sieger mit 5:1 Richterstimmen. Die rote Ecke. Silvio Schirle gewinnt diesen Kampf. Und Chemnitz geht. Kann man durchaus so sehen, vor allem durch den Niederschlag in der ersten Runde. Chemnitz geht dadurch in Führung. Aber wir sind gleich wieder da mit einem ganz interessanten Mann, Leo Kirschberger, Box im Schwergewicht. Bleibt dran. Der Abteilungsleiter Ali Chuko.
Meine Damen und Herren, darf ich den Kontrahenten aus der blauen Ecke zum Ring bitten? Und das ist kein geringerer als Leo Kirschberger. Siegen, verdammt, ist der Mann in Blau, Leo Kirschberger. Die Löwen liegen nach dem ultra knappen Kampf zwischen Serap Palak und Silvio Schierle mit 11-10 hinten. Er muss also jetzt gewinnen, um wieder den Ausgleich herzustellen. Möglich ist das allemal. Sein Gegner Hagen Laurenz aus Potsdam, auch an 1,90 Meter Hühne. Also das ist jetzt Schwergewicht, Hohweg, und das wird ein richtig dickes Schwergewicht. Also der Chemnitzer U22, Deutscher Meister 2021. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Leo Kirschberger, ein Offensivboxer, der immer das Heil im Angriff sucht. Bärenharte Rechte hat, da schon einige Knockouts auch gefeiert hat in der Box-Bundesliga. Also die ist brandgefährlich. Da kommt schon der erste freche Treffer. Sein Gegner allerdings, man sieht es technisch auch sehr, sehr stabiler Mann. Schöne Führung jetzt von Chemnitzer. Hau wie ein Löwe, hören wir draußen. Er ist der Knockout-Artist bei den 60ern. Ah, da war wieder die Rechte, allerdings auf der Deckung. Lass in der Ecke nicht stehen bleiben, ja, genau, schon rausgehen. Ja, Chemnitzer dominiert die Ringmitte. Ah, schöner linker Haken jetzt vom Mann aus Chemnitz, von Hagen Laurenz. Kirschberger auf der Suche nach der Rechten und die sitzt. Natürlich jetzt extrem hoch für Kirschberger. Er muss gewinnen. Aber er wird im Ring jetzt nicht dran denken. Schöne Rechte von ihm. Hohweg, wie ist dein Fazit bis jetzt zur ersten Runde? Also beide Fighten, mir gefällt es richtig gut. Der Chemnitzer weiß, er muss Druck machen und das macht er auch richtig gut. Und der Leo Kirschberger und schön Einzelhändler jetzt hier wieder. Muss da raus aus der Ecke. Schön rechts allerdings ja, jetzt. Die hat gesessen. Die Wirkung hat man gesehen. Bei Laurenz. Ja. 20 Sekunden noch in der ersten Runde. Erste Runde in den Büchern. Hohweg, wen hast du vorne gesehen und warum? Ich habe den Löwen, ehrlich gesagt. Er hat sich gut bewegt, gute Hände gebracht. Der Chemnitzer hat versucht, den Weg abzuschneiden, aber der ist nicht so klein ins Ziel gekommen. Also für mich war der Löwe schon vorne. Hoffen wir mal, dass die Punktrichter das auch so sehen. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis von mir. Anfang Juni ist hier die Landesauswahl
aus Israel zu Gast, boxt gegen eine Bayern-Auswahl im Rahmen der Woche des Sports hier in München. Das kann man sich im Olympiapark, im Amphitheater dort anschauen. Freier Eintritt, also da mal eine schwere Empfehlung für alle, die da vorbeischauen wollen. Nicht nur 60 Boxer, aber natürlich auch ein paar von den Boxlöwen in der Auswahl des Bundeslandes aus Bayern. Leo Kirschberger, ob der dabei ist, wissen wir nicht. Aber er ist hier jetzt dabei, hoffentlich den Ausgleich zu besorgen für die Münchner Löwen. Zweite Runde geht los. Er wurde jetzt von den Alfonso Fusco, von dem Trainer, nochmal gut eingestellt. Er soll ja gerade boxen, nicht in den Infight mit seinen langen Händen. Die Rechte, die hat so einen Dampf dahinter. Ein richtiger Dampfhammer, den er da auspackt, Leo Kirschberger, immer mal wieder. Erinnert so ein bisschen im Ansatz an Deontay Wilder, der auch wirklich so eine tödliche Rechte hat, auch ein bisschen unorthodox boxt. Laurenz dagegen, eine ganz klassische Schule, dominiert die Ringmitte und boxt hinter der Doppeldeckung. Auf die Runde Hovig ist wieder relativ ausgeglichen. Ausgeglichen, aber das kennen wir wirklich fast auf. Jetzt hat er richtig gut getroffen, ja. Der Treffer wird von der Zeit. Kirschberger gibt Gas. Und der Gegner wird angezählt. Nicht so früh, Freund, nicht so früh, Freund. Er hat diese Knockout-Power, er hat die Fähigkeit, jeden Gegner auf den Ringboden zu schicken. Leo Kirschberger. Es wird nachgesetzt. Hat 2021 den Chemiepokal gewonnen, vom BSC Dachau ausgeliehen, der Mann in Blau. Muss jetzt dranbleiben, aber auch der Chemnitzer scheint sich wieder gefangen zu haben. Jetzt war schöne Führhand von Laurenz. Kirschberger sucht den Knockout. Hände hoch, hört man aus der Ecke, lässt die Deckung kurz fallen. Wieder schöne Führung von Laurenz. Kirschberger sucht die Rechte. Sehr gute Rechte von Leo. Nochmal. Bärenstarke Runde von Kirschberger. Kann er sie am Ende noch krönen? Guter Treffer von Kirschberger. Zweites Mal angezählt. Jetzt nachsetzen und das Ding finishen. Nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Jetzt nochmal die Rechte. Ja. Nächster guter Treffer von Kirschberger, aber muss Laurenz Respekt holen. Der ist hier noch da. Der steht sein Mann hier im Ring. Der fightet, ja. 10 Sekunden noch, er wird sich in die Pause retten. Und jetzt der Rundenbomb. Was für eine Runde, Hovig. Wahnsinn, zweimal angezählt. Er geht haushoch in die Führung. Ihr Publikum feiert den richtig. Von den Gastgebern, von den Münchner Löwen. Leo Kirschberger wird zu Recht gefeiert, muss das Ding aber noch nach Hause bringen. Eine Runde haben wir hier noch. Liegt jetzt nach Punkten deutlich vorne. Boxen ist alles möglich, man darf nicht zu früh frönen. Ne? Vor allem im Schwergewicht kann jeder Treffer den Kampf drehen. Aber er hat so ein bisschen was von Deontay Wilder, finde ich. Ja, sehr groß, unbequem und sein Rechte ist sehr krachend. Man hat es jetzt zweimal gesehen. Unglaublich. Er sucht sie auch, er wartet auf den Moment. Ähnlich wie der große Amerikaner, der eine ganz große Karriere hingelegt hat im Schwergewicht. Letzte Runde zwischen Kirschberger und Hagen Laurenz. Ja, nächste gute Treffer von Kirschberger. Gleich wieder los. Ah, jetzt kommt auch die Führhand gut von Kirschberger. Die Brust ist breit beim Boxlöwen. Ja,
schön Aufwärtstag jetzt von Laurenz. Wir hören uns aus der Chemnitz-Ecke. Arbeiten im Rückwärtsgang, arbeiten, arbeiten. Die wollen natürlich nicht. Die Wölfe kämpfen hier. Halten mit. Das Wolfsrudel lässt niemals einen hängen, so auch nicht Hagen Laurenz, der jetzt zwar zweimal angezählt wurde, aber noch da ist. Selbst dafür muss man ihm großen Respekt zollen. Aber Kirchberger kommt wieder. Es war in den anderen Heimkämpfen auch zu sehen, dass Kirchberger in der dritten Runde meistens etwas abgebaut hat. Jetzt könnte das auch aus taktischen Gründen sein. Er liegt auf dem Punktzettel deutlich vorne. Natürlich, er darf jetzt nicht mehr riskieren. Oh, da ist was passiert, da ist was passiert. Mit angepasst. Kollege. Das war kein klarer Treffer aus meiner Sicht. Hab nicht genau gesehen, was da passiert ist. Es war für mich kein Treffer für den Kirchberger, als angezählt wurde. Kopfschuss hat er simuliert. Ah, schöne linke. Kirchberger muss aufpassen. Wird jetzt auch getroffen. Er hat Nehmerqualitäten, die hat er oft gezeigt. Da ist ja Deontay Wilder vielleicht sogar überlegen. Er hat ein gutes Kinn, Leo Kirchberger. Muss aber jetzt hier aufpassen. Hagen Laurenz attackiert. Alle Bild an der Säbener Straße. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Kann Leo Kirchberger den Sieg nach Hause bringen oder kommt jetzt Hagen Laurenz nochmal? Was für ein Kämpferherz. Wahnsinn. Brutal. 10 Sekunden noch. Den letzten auf der Uhr. Nochmal guter Treffer von Kirchberger. Dann ist das mit Joey Kovic. Was für eine Schlacht, was für ein Gefecht. Wahnsinn, Wahnsinn. Gänsehaut hier. Da muss auch nicht erst gegen die Löwen in die Führung. Meine Meinung. Unglaublich. Also aus meiner Sicht auch Kirchberger vorne. Er hat die erste Runde gewonnen. Er hat die zweite Runde deutlich gewonnen. Jetzt die dritte Runde muss man eher dem Chemnitzer geben. Aber das macht am Ende eine Führung für Kirchberger. Das wäre der Ausgleich für die Löwen. Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Das Urteil gibt es gleich hier live bei uns. Kovic, wir sind gespannt. Ja, aber hoffentlich liegen wir diesmal nicht falsch. Sehr geehrte Boxsportfreunde, die Entscheidung des Kampfgerichtes. Die blaue Ecke. 5 zu 0 Richterstimmen. Die blaue Ecke. Leo Kirchberger triumphiert im Schwergewicht. Damit die Löwen mit dem Ausgleich 12 zu 12. Wir sind gleich wieder da. Mein Name ist Roman Horschig. An meiner Seite Hovik Bebram. Gleich den letzten Kampf. Nikita Putilov gegen Timuchin Kisilai. Bleibt dran. Bis gleich.
Vorzeitig. Da sind wir wieder. Der letzte Kampf des Abends, super schwer gewesen. Es geht um alles. 12:12 steht es. Nikita Putilov für Chemnitz, Timuçin Kizilay für die Boxlöwen. Jetzt kommt die Entscheidung dieses Kampfes. Hat den Abend gewonnen. Mehr Spannung geht nicht, Hovi. Krasser geht es einfach nicht. Wahnsinn, das waren die Kämpfe wirklich so hauchdünn alle. Und jetzt die Entscheidung im letzten Kampf wird fallen. Timuçin Kizilay, krasser Außenseiter gegen Nikita Putilov aus Leipzig, den 1,96 Meter Hünen. Europameister U19 ist der Mann. Die Frage ist, kann Kizilay hier das Wunder schaffen? In der Halle an der Säbener Straße. Sehr, sehr stark, der Favorit durch. Der Chemnitzer. Vize-Europameister in diesem Jahr, 2022. Timuçin hat starke Nehmerqualitäten, hat auch ein Löwenherz, hat er beim letzten Heimkampf bewiesen, als er gegen den bärenstarken Colin Wiesenberger vorzeitig verloren hat zwar, aber da war im Kampf. Jetzt allerdings nochmal ein größeres Kaliber mit Nikita Putilov in der Königsklasse, dem Superschwergewicht. Ja, Putilov guckt sich das Ganze erstmal an. Eben mal die erste Attacke des Chemnitzers. Was für eine Geschwindigkeit der Mann hat, Hovig, im Superschwer. Wahnsinn. Sehr exklusiv. Er marschiert auch richtig gleich von erster Sekunde an nach vorne. Dann gibt es hier gleich Schlagabtausch. Kizilay muss da immer Treffer einstecken. Er muss da weg von den Seilen, Kizilay. Das war gut, gute Bewegung. Der letzte Kampf des Abends, bei dem es um alles geht hier im Superschwergewicht. Steht 12:12. Macht da die Deckung gut zu, Kizilay. Ja, Putilov, das ist die Creme de la Creme des deutschen Boxens. Jetzt schon, in den jungen Jahren bei der Elite. Eine Minute noch in der Runde. Boah, schön aufwärtshaken von Putilov. Ja, der arbeitet auch richtig Kopf, Körper, Kopf, Körper. Macht richtig gut. Putilov. Und das war ein schwerer Körpertreffer. Schwerer Körpertreffer. Kizilay hat sich die Zeit genommen, das war intelligent, hat die 10 Sekunden ausgeschöpft, kann sich jetzt die Rundenpause retten. Jetzt wieder. Aber kriegt wieder harte Treffer. 5 Sekunden noch. Oh, Hovig, brutale Runde. Was sagt man jetzt Timuçin Kizilay in der Ecke? Sehr, auf jeden Fall, Kizilay. Kämpferherz hat er bewiesen und gezeigt. Und Nikita Putilov in der roten Ecke. Man muss gegen so einen Mann, erfahrenen Mann, also
Putilov, Wahnsinn. Der Box seit 4 Jahren und hat schon so viel erreicht. Europameister U19, Vize, Europameister 22 und man sieht da so einen Klassenunterschied. Wie kann man ihn aufbauen, ja? Er kann nur Herz zeigen und rausgehen und Herz beweisen und mitfighten. Boxerisch sieht man, das ist ja ein Klassenunterschied. Putilov, absolut erste Sahne, was der Mann hier zeigt. Ringfrei, Runde 2. Man muss wirklich, du hast es gesagt, Respekt zollen, dass er noch in der zweiten Runde hier seinen Mann steht. Richtig. Vielleicht kann er die ein oder andere Störattacke starten, aber Putilov, der will das Ding jetzt beenden, das spürt man. Sehr gut, irgendwie wirklich. Schwergewicht, so schnell, so explosiv, gutes Auge. Also der Löwe hat jetzt schon in dem Kampf nur gewonnen. Ja, gegen seinen Mann sich zu stellen, ist wirklich stark. Er wird sehr viel aus dem Kampf mitnehmen. Ja. Gut besetzt, international mit Nelfi Tiafak im Superschwergewicht. Aber direkt danach kommt dann eben schon Putilov. Das ist absolute Spitzenklasse, die wir sehen. Ah, Kieseler muss aufpassen, muss da raus. Ehrlich, man darf man in der Ecke nicht so lange stehen bleiben. Steiner, geht dir Steiner, geht dir Steiner. Da muss er raus, da muss er raus. Aber er wehrt sich, Wird jetzt angezählt, hat aber noch zurückgeschlagen. Aber was für eine Geschwindigkeit denn entsteht, als Putilov. Unglaublich, jetzt kommt er, muss da raus aus der Ecke, Sonst ist er gefundenes Fressen für den Chemnitzer Wolf, aber er schlägt zurück, das ist gut. Gibt sich hier nicht auf. Handtuch kommt. Und die Münchner Löwen werfen das Handtuch bei dieser Dominanz. Haben die gut entschieden, die Trainer. Man ist durchaus nachvollziehbar. Natürlich, die Gesundheit geht natürlich vor und da war ein Klassenunterschied. Vor allem in der Gewichtsklasse, die Treffer natürlich doppelt hart. Und damit haben wir ein Endergebnis, Hovig. 14:13 für die Chemnitzer Wölfe am Ende. Der Kämpfer der 60er, Timocin Kieselei von Zinghaus hat da gerne noch weitergemacht. Aber ich glaube, wir alle haben Verständnis dafür. Das war eine vernünftige Entscheidung. Den Gut eines Löwen hat er alle mal gezeigt. Ja, schade. Die 60er haben eigentlich einen sehr, sehr guten Mann. Der Kenan Kusovic, aber leider der ist verletzt. Seit einem Jahr hat sich an der Hand, glaube ich, im Training hat er sich verletzt. Und ja, langzeit somit wäre natürlich ja sehr, sehr guter Kampf und gewesen jetzt gegen Putilov. Leider. Sieger durch Aufgabe in Runde 2. Die rote Ecke, Nikita Putilov. Nikita Putilov sichert den Sieg für die Chemnitzer Wölfe 14:13. Denkbar knapp verloren die Münchner Löwen, aber haben sich achtbar geschlagen. Wir verabschieden uns an der Stelle hier bei Sport Deutschland TV. An meiner Seite Hovig Webram. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören von dir hoffentlich in nächster Zeit auch wieder viel. Mein Name ist Roman Horschek. Bleib den Löwen treu. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Liebe Zuschauer. Das war eine Monsteraufgabe für die Löwen. Ich bin sehr glücklich, in diesem Zeitraum aus